Hallo zu einer neuen Folge deines Tipps und Tricks Podcastes hier aus Koblenz. Heute habe ich die wundervolle Kirsten Wunderle zu Gast. Hallo Kirsten. Kirsten, was darf ich denn den Leuten erzählen, wenn sie mich fragen, wer ist Kirsten Wunderle? Dann erzählst du ihnen am besten Folgendes. Ich bin Expertin für mentale Spitzenleistungen und arbeite außerdem als Speakerin und vor allem als Lern- und Azubi-Coach. Bei mir dreht sich alles um das Thema Lernmethoden, Gedächtnistechniken und um die Frage, wie kann denn Lernen schneller gehen, effektiver sein und vor allem auch Spaß machen? Denn ich glaube, das ist, was die wenigsten von uns irgendwie in der Schule mitgenommen haben. Aber das ist total einfach und da werde ich dir im Laufe unseres Gesprächs auch den ein oder anderen Tipp geben. Ein Tipp von dir ist es ja, dass du sagst, mit 5 Minuten Gehirnjogging kann man schon seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit erhöhen. Wie meinst du das? Jeder Sportler oder jeder Spitzensportler, der wird wahrscheinlich nicht einfach loslegen mit seinem Sport, mit irgendwelchen Wettkämpfen, ohne sich vorher aufzuwärmen. Ich denke, da sind wir uns irgendwie alle einig. Warum macht er das? Naja, um seinen Körper vorzubereiten, damit er dann keinen Muskelfaserriss oder was auch immer erleidet. Und bei unserem Gehirn ist es genau das Gleiche. Das dürfen wir auch vorbereiten auf eben alles, was da kommt. Das machen wir in der Regel aber nicht. Warum? Naja, wir haben es irgendwie nie gelernt. Also ich glaube, jeder, der mal im Sportverein war, der weiß, naja, hier erstmal fröhlich 3 Runden in der Halle, 3 Runden um den Platz traben. Das kennen wir. Beim Gehirn irgendwie nicht, hat uns keiner beigebracht. Ist aber super wichtig. Warum? Weil durch ganz einfache Übungen, eines zeige ich auch gleich, kann man dann unsere beiden Gehirnhälften aktivieren. Und wen wundert, wir sind am leistungsfähigsten, wenn wir eben beide Gehirnhälften gleichzeitig mit dabei haben, wenn die beide was tun, und das steigert einfach unglaublich unsere Konzentration und Leistungsfähigkeit. Und insofern, ja, bis zu 5 Minuten so eine kleine mentale Aktivierungsübung, egal vor was, ob das morgens vor der Schule ist, morgens vor dem Arbeitstag, vor irgendwelchen Präsentationen, vor dem Lernen, vor Klausuren, sollte auf jeden Fall immer mit dabei sein. Und das sind Sachen, die kann ich auch mit den Händen machen. Das heißt, auch unter der Bank, hinterm Rücken, merkt kein Mensch. Und damit auf jeden Fall jeder was mitnimmt, zeige ich auch eine einfach mal. Mach aber du auch mal mit. Nimm mal beide Hände nach oben. Mhm. Und jetzt fangen wir mal an und führen mal den Daumen und Zeigefinger zusammen und wandern zum kleinen Finger hinter. Genau, Daumen, Zeigefinger, Daumen, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger und wieder zurück. Okay, das ist ja jetzt noch relativ einfach. Die rechte Hand, die bleibt auch so, aber die linke, die fängt jetzt hinten an, bei Daumen kleiner Finger und arbeitet sich vor. Hm. Und dann fangen wir gleichzeitig an. Also rechte ist Startposition Daumen Zeigefinger und linke ist Startposition Daumen kleiner Finger und wandert jetzt praktisch gegenläufig. Und da wirst du feststellen, wahrscheinlich bist du relativ schnell wieder im Gleichen drin, macht gar nichts, dein Gehirn so, wow, ja, super, kann ich nicht, lerne ich was Neues. Und so eine Übung, 2-3 Minuten, die ist auf jeden Fall hilfreich. Kleiner Tipp am Rande, sobald ich das perfekt beherrsche, brauche ich das Neue. Weil dann ist das Gehirn so, ja, oh, kenne ich schon, ne? Wird nicht wirklich aktiviert. Ist auch das Gleiche, wenn Leute sich brüsten, dass sie seit 10 Jahren Sudoku machen. Das ist super und hält natürlich das Gehirn in gewisser Weise auch fit, ist aber keine neue Aktivierung. Also von daher einfach mit so kleinen Übungen, da gibt es ganz viele, kann man auch mal googeln, praktisch starten und hier die beiden Gehirnhälften auf jeden Fall aktivieren. Damit ich mir sowas vielleicht auch leicht merken kann, kennt es ja jeder. Jeder sagt, die sogenannten Eselsbrücken bauen, um sich Sachen leichter merken zu können. Du sagst aber, denk dir einfach lustige, bizarre oder komische Sachen aus, dann geht es sogar noch leichter. Ja, das stimmt. Tatsächlich, die altbekannten Eselsbrücken, die helfen super, ne? Ob man jetzt sich irgendwie die Himmelsrichtungen merken will mit nie ohne Seife waschen oder was es auch ist, kennen wir, klappt auch. Allerdings sind Bilder, die du dir ausdenkst, immer besser für dich selber und für dein Gehirn, kannst du noch besser merken. Und es ist einfach so, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, den Spruch kennt wahrscheinlich jeder. Und Bilder werden tatsächlich bis zu 60.000 Mal schneller aufgenommen als irgendwelche Worte.
Und auch da wieder ein kleines Beispiel. Wir kennen das wahrscheinlich alle. Irgendwelche PIN-Karten. Ja, wie war es denn doch gleich? 2587, 2578. Oh je. Ne, nach dreimal wissen wir alle, jetzt kommt dann gleich das große bürokratische Monster mit der gesperrten Karte. Und da zum Beispiel hilft auch auf jeden Fall eine kleine Geschichte. Und bleiben wir gerade mal bei der PIN-Nummer für die Kreditkarte. Sagen wir mal, sie ist 2587. Da kann ich mir dann einfach für diese Zahlen unterschiedliche Bilder ausdenken, die relativ selbsterklärend sind. Kann jeder seine eigenen kreieren. Sagen wir mal, wir nehmen für die 2 einen Schwan, weil er sieht so ähnlich aus. 5, ganz einfach hier die Hand, weil ich habe den Finger. Wenn ich die Zahl 8 umkippe, dann sieht es ja aus wie eine Achterbahn. Und 7, da muss ich persönlich immer an Schneewittchen und die 7 Zwerge denken. Und jetzt mache ich einfach aus den 4 Sachen eine witzige Geschichte und wiederhole die dann natürlich auch. Wichtig auch, ich brauche irgendwie einen Startpunkt, weil ich muss ja wissen, es geht um die Kreditkarte. Ne? Sonst habe ich die tolle Geschichte und weiß nicht, na, ist welche Kreditkarte oder die EC-Karte oder whatever. Das heißt, ich schnappe mir jetzt mal in der Vorstellung die Kreditkarte und halte die dann praktisch. Und darauf spielt sich jetzt alles ab, also wirklich hier im Miniaturformat. So, was passiert da jetzt? Ja, da ist ein Schwan und der Schwan, der klammert sich mit der Hand, ob Schwäne Hände haben oder nicht, da kommen wir noch gleich dazu, klammert er sich fest. Weil der schreit aus Leibeskräften, er fährt nämlich gerade Achterbahn, geht rauf und runter und er stellt fest, nicht so sein. Und draußen vor der Achterbahn stehen die 7 Zwerge und lachen sich wirklich eins ab. Und wenn ich die Geschichte jetzt ein paar Mal wiederhole, ist völlig klar, dass es 2587 sein muss, weil wir haben erst die Achterbahn und danach die lachenden Zwerge als andersrum. Und jetzt zu sagen, also Kirsten, ehrlich, ne, ein Schwan hat keine Hände, was hast denn du in Biologie gemacht? Das stimmt, aber da kommt es dann darauf auch sogar an, dass dieses Bild so komisch ist und ja eigentlich gar nicht stimmt, dass das Gehirn sagt, ja, das merke ich mir besonders gut. Und insofern weiß ich dann, der ist Schwan mit der Hand, ach ja, 2 und 5 und dann habe ich es auch schon wieder. Du hast ja ein gutes Beispiel gerade gebracht, dafür viele Sachen zu kombinieren. Wie ist es denn, wenn ich beim Lernen möglichst viele Sinne einsetze? Ist das dann besser? Ja, auf jeden Fall. Also wir kennen, glaube ich, alle diese klassischen Lerntypen auch noch, ne, wo es dann hieß, der eine mehr übers Hören, also auditiv, der andere übers Sehen, visuell, andere eher haptisch, kinästhetisch. Und lange Zeit hieß es ja immer, naja, du bist wirklich nur ein Typ. Davon ist man mittlerweile eher weg. Man sagt, ja, man hat schon eine Ausprägung. Allerdings, damit du wirklich noch besser lernst, trainier auch wirklich die anderen Sinne. Das heißt, wenn du der visuelle Typ bist, so wie zum Beispiel ich, dann mach wirklich die Challenge und hör auch mal was an. Oder andersrum, wenn du halt der auditive Typ bist, dann häng dir mal überall Sachen hin, dass du auch mal nochmal siehst, zum Beispiel irgendwas neben dem Badezimmerspiegel, an die Wohnungstür etc. Also je mehr Sinne beim Lernen angesprochen werden, desto besser. Und ich arbeite ja viel mit Azubis, aber auch viel mit Kindern und Jugendlichen. Und es ist ja bei den meisten Eltern noch die Vorstellung, das Kind lernt am Schreibtisch und da hat es auch zu sein. Nur wenn ich jetzt jemanden habe, der sich wahnsinnig gerne bewegt und da vielleicht auch sogar noch zusätzlich in Richtung kinästhetischer Lerntyp geht, dann ist es nicht die effektivste Lernmethode. Das heißt, da habe ich schon diverse Eltern überzeugt zu sagen, okay, das Kind kann raus im Garten oder wo auch immer und kann da mal, während es sich bewegt, eben Vokabeln lernen zum Beispiel. Und da gab es durchaus einige Eltern, die ziemlich erstaunt waren, welche Ergebnisse sich da dann doch erzielen ließen. Das heißt, also je mehr Sinne auch wirklich angesprochen werden und auch je mehr Lernkanäle, desto besser. Du hast gerade schon gesagt, wir können unsere Sinne erweitern oder sollten auch mal perspektivisch schauen, dass wir andere Sinne nach und nach mit einbinden. Wie spielt mein Mindset da eine Rolle? Weil wir reden ja davon, dass wir von unseren Stärken ja abweichen und zu unseren vermeintlichen Schwächen rüber switchen. Ja, das stimmt. Die ganze Stärken-Schwächen-Diskussion, ich glaube, die kennen wir alle. Und ich habe tatsächlich vor einiger Zeit einen super spannenden neuen Ansatz kennengelernt, der sich praktisch umschreiben lässt mit den Worten: Schwächen sind Stärken im Tarnanzug. Da habe ich mir erstmal gedacht, was soll das jetzt heißen? Und ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Ich habe ja einen 3-jährigen Sohn und der ist manchmal morgens der Meister im Zeitvertrödeln. Und irgendwann wird dann das Elternteil ein bisschen ungeduldig, weil um 8:30 schließen sich die Kindergartenpforten und wenn du bis dahin nicht da bist, dann hast du ein Problem. Morgens beim Anziehen, ne, der macht alles, aber nicht sich anzuziehen und natürlich das Stresslevel steigt dann ziemlich.
Und du wirst dann eher ungeduldig als Elternteil und darfst, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr in Geduld üben. Und da ist dann zum Beispiel diese neue Herangehensweise, die dann sagt, ja, okay, aber jetzt überleg mal, was eben auch das Positive an der Situation sein kann. Aber ganz ehrlich, also am Anfang habe ich mir gedacht, was soll da jetzt positiv sein? Jetzt, Junge, zieh dich an, wir müssen los. Und die Methode, die dahinter steht, die ist dann demzufolge so, dass man wirklich mal alle Schwächen aufschreibt von dem Kind und alle Stärken und dann wieder zurückgeht und überlegt, welche Stärke sich jetzt hinter der Schwäche verbirgt. Ehrlich gesagt habe ich mir da anfangs auch gedacht, naja, das wird arg weit hergeholt, habe es aber dann durchgezogen. Und naja, gut, bei dem Beispiel mit dem trödelnden Kind könntest du dann schon sagen, naja, guck mal, er will spielen, er ist kreativ oder er ist auch sehr gewissenhaft, wenn er dann irgendwas ganz genau so machen will. Und was bringt es jetzt? Naja, es zieht sich nicht schneller an. Okay, fairer Punkt. Aber ich habe einfach einen anderen Blickwinkel drauf. Und ich bin dann durchaus ein bisschen gelassener geworden, konnte mit der Situation anders umgehen. Und tatsächlich hat sich dann die Situation morgens nicht immer, aber doch in den meisten Fällen irgendwie eher entspannt. Und insofern finde ich einen super spannenden Ansatz. Es fordert erstmal tatsächlich ein Umdenken, weil ich mir überhaupt nicht gewöhnt. Und wem jetzt zum Beispiel mit dem Kind, das irgendwie zu weit hergeholt ist, der kann dann mal drüber nachdenken, es gibt bestimmt den einen oder anderen Kollegen oder vielleicht auch den Chef oder die Chefin, die irgendwie nervt, und dann mal zu überlegen, okay, gut, was könnte da dahinter stehen, und eben da auch diesen kleinen Mindset-Shift mal anzugehen. Was, glaube ich, auch jeder kennt, ist dieses, warum kann der andere schneller lernen? Warum ist der darin besser? Warum hat er das besser verstanden? Warum sollte ich mich vielleicht nicht mit anderen vergleichen? Ja, also schon der gute alte Cicero hat gesagt, versuche nicht andere, sondern dich selbst zu übertreffen. Und ich bin immer wieder erstaunt, was die alten Römer oder auch Griechen von sich gegeben haben, was heute auch noch eben Relevanz hat. Und das stimmt tatsächlich. Mein Gott, ihr kennt es auch alle, wahrscheinlich die Eltern haben dann auch gesagt, na guck mal, jetzt hier nicht so toll, aber die oder der hat auch eine andere Note. Also dieses mit anderen Vergleichen, das kennen wir leider schon von frühester Kindheit, teilweise auch nochmal gefördert durch Lehrkräfte in den Schulen. Aber das bringt am Ende des Tages überhaupt nicht. Zum einen ist es eigentlich eher demotivierend und es bringt auch viel mehr, wenn ich mich darauf konzentriere, wie ich mich weiterentwickle. Und das sei wirklich auch allen Eltern mal hier ans Herz gelegt, das immer wieder zu beherzigen und eben nicht dieses, guck mal, der andere ist besser, sondern zu sagen, Mensch, toll, aber du hast wirklich gelernt eben jetzt für die Klausur und jetzt hast du dich im Vergleich zum letzten Mal eben schon verbessert. Oder auch, wenn es nicht so war, dann eben zu gucken, woran lag es. Darf ich mich auch an die eigene Nase dann eben immer wieder packen und sagen, Mensch, was kann ich denn jetzt schon besser, als ich eben ein paar Monate vorher konnte? Und tatsächlich ist es so, es wird immer jemand geben, der schneller ist, der besser ist, der vielleicht schon mehr erreicht hat, etc. Ich glaube, das kennen wir alle. Aber wie gesagt, dieses ständige Vergleichen bringt mich persönlich überhaupt nicht weiter. Das heißt, ich wachse viel mehr, wenn ich gucke, okay, was kann ich jetzt mehr? Und gerade wenn ich bei mir überlege, in den letzten Jahren, wo ich mich auch selbstständig gemacht habe, welche Fähigkeiten ich da schon alle mir angeeignet habe, da darf mir durchaus auf die Schulter klopfen. Und natürlich gibt es andere Leute, die sind aber vielleicht schon länger selbstständig, die sind schon weiter etc. Aber ich habe wirklich aufgehört, da ständig in diesen für mich internen Konkurrenzkampf zu treten, weil es unterm Strich einfach nichts bringt. Also von daher, wie gesagt, Cicero, versuche nicht andere, sondern sich selbst zu übertreffen. Kirsten, jetzt sind wir leider schon am Ende angekommen. Wir durften aber heute 5 wertvolle Tipps von dir mitnehmen. Als erstes haben wir darüber gesprochen, dass ein paar Minuten Gehirnjogging schon deine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit steigern kann. Da haben wir einmal ein kurzes Beispiel gemacht mit unseren Händen. Und dann merkt man einfach, wie schwierig das ist, wenn man es auch gerade dann das erste Mal macht. Wir haben über Eselsbrücken gesprochen. Da hast du uns ein tolles Beispiel mit der Kreditkarte genannt und dieser Zahlenkombination und eine lustige Story darüber gemacht. Wir haben darüber gesprochen, dass viele Sinne können besser dazu führen, dass wir besser lernen können. Wir haben über die Schwächen und Stärken gesprochen und dass wir auch unsere Schwächen oder unsere vermeintlichen Schwächen trainieren sollten. Und jetzt zum Schluss, da haben wir darüber gesprochen, dass man nicht auf andere schauen sollte, sondern nur auf sich selbst.
Ganz genau. Kirsten, ich bedanke mich für diesen tollen Podcast mit dir. Lieben Dank, Dennis, für die Einladung. Und als kleine Hausaufgabe an dich und an euch alle, heute mal noch im Laufe des Tages eure Kreditkarten-PIN verbildern mit einer ähnlichen Geschichte, wie ich es euch gezeigt habe. Kirsten, vielen, vielen Dank. Mach's gut. Bis Danke bald. Dir, Dennis. Ciao. Ciao.